Mein Name ist Ronald Barnabas Schill. Ritter des Rechts im Ruhestand. Ich war erst Strafrichter in Hamburg und wurde da genannt Richter gnadenlos. Irgendwann, als mir das dann ein bisschen langweilig wurde, da bin ich dann nach Brasilien ausgewandert und wohne seit 15 Jahren in Rio de Janeiro. Klingt chillig, ist aber nicht sehr einträglich. Jetzt bin ich hier nach Thailand geflogen, um hier richtig gehend Kasse zu machen. Ich habe gehört, hier werden 100.000 Euro angeboten für den Gewinner. Für Geld mache ich alles und dann gibt es keine Grenzen. Und die anderen Teilnehmer verspeise ich dann zum Frühstück, ohne mir die Lippen fertig zu machen. Ja, jetzt lernen wir uns mal kennen. Super. Und das werden wir ausnutzen, Schatz. Das machen wir. Und ich stehe auf Frauen, die eine scharfe Zunge haben, so wie du. Und die... Ich habe aber gehört, du stehst doch auf welche, die eine flinke Zunge haben. Eine flinke und eine scharfe, das schließt einander doch nicht aus, oder? Na, wir werden Spaß haben, du. Also, dich hier zu treffen, da fängt ja Thailand schon richtig gut an. Das kann ja nur ein Erfolg sein. Hallo. 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 Grüß dich. Bastian, grüße dich. Hallo. Bastian. Mein Name ist Ronald. Ronald. Du bist der Bastian. Ah, du warst ja der Richter, und oder? Das ist die Desiree. Weil, guck mal, wie sie gestylt ist. Und das ist nicht das Kleid, das bist du in diesem Kleid. Es ist noch nicht mal Abend. Was glaubst du, was ich hier rausreiße, wenn es dunkel wird? Ich finde Desiree attraktiv. Aber sie ist halt nicht mehr die Jüngste, ne? Hallo. Hi. Grüß dich. Ich bin die Eva. Du bist die Eva? Ja. Du hast lachende Augen. Eva hat eine schöne Ausstrahlung. Danke. Eva, woher muss man dich kennen? Ich komme aus Brasilien, da schaue ich kein deutsches Fernsehen. Du bist bestimmt im deutschen Fernsehen eine ganz große Nummer. Oder? Das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Desiree gegenüber jungen Mädchen schon deswegen leicht eine Abneigung empfindet, weil sie sie um ihre Jugend beneidet. Mensch, das ist aber nett. Janine. Janine. Boah, ist jetzt erstmal. Ist das enttäuscht? Das klingt ja fast enttäuscht. Nee, ich Wen hättest du denn erwartet? Ein paar nette Menschen. Da hast du dich aufs Bett geworfen. Das hört sich schon mal gut an. Hast die Beine Claudia, in die Luft geworfen. Claudia hat die richtige Grundeinstellung. Ja, Claudia ist normalerweise eigentlich der Typ Frau, den ich ganz toll finde. Daher, dass sie sich sexuell ausleben will. Aber bei Claudia ist es leider so, dass sie dann doch altersmäßig doch nicht so in mein Beuteschema passt. In Desirees aber schon. Wie eine notgeile schwäbische Hausfrau. Da ist ja der Thailand-Aufenthalt schon gerettet. Ich hier vielleicht mal was zu trinken. Ein bisschen Shampoos. Komm mit. Ich finde, findest du ihn? Oder wir leben hier weit über unsere Verhältnisse, aber noch du lange nicht standeslos. Ich nicht. Nicht lange nicht standesgemäß. Nee, ach so, alles klar. Hi. Ich kenne dich nicht, das will ich übernehmen. Nee, ich kenne dich auch nicht. Beruht auf Gegenseitigkeit. Du bist sicherlich im Fernsehen bekannt. Ach, ich mache jeden Mist mit. Das ist Undercut. Das kenne ich sonst nur aus Nordkorea. Der Kim Jong-un. Der hat die Haare so. Mensch, du hast die Haare wie Kim Jong-un. Das Erste, was ich gesehen habe, ist der große, schlechte, verschmierte Camouflage-Abdeckstift hier. Den ich überhaupt nicht benutzt habe, weil ich nur Puder. Ich habe nur Puder. Und, sag mal, die, und hier ist auch was Helles. Da ist ein Fleck und da ist ein Fleck. Ach, erzähl. Das fällt schon ins Auge, selbst dem Laien. Jetzt reicht's aber. Schau mal, wer alles auf Carina, dich wartet. Carina, ich habe deinen Namen eben schon vernommen. Richtig. Ein schöner Name, er passt zu dir. Danke. Carina, mein Name ist Ronald. Okay. Alles klar, freut mich. Danke. Der Ronald ist so ein ganz eigener Charakter. Der wirkt so ein bisschen wie so ein kleiner Lustmolch. Also, ich bin Desiree, Desiree Nick. Hallo. Hi, Tobi. Ronald. Hi. Tobi bist du. Ja. Geht das nicht auch ein bisschen liebevoller, die Begrüßung? Dass man sich ein bisschen... War doch nett. War nett? Hi, was soll ich denn sagen? Ja, ein Küsschen vielleicht. Eben steht er noch am Strand und plötzlich mit dem Rücken zur Wand. Das nennst du liebevoll. Da können wir uns ja auch was gefasst machen. Wenn das liebevoll ist, wie ist denn Hass erfüllt? Mit einem Messer im Rücken gehe ich noch lange nicht nach Hause. Hier muss wohl noch einiges aufgearbeitet werden. Eisige Kälte nehme ich zwischen Janine und Tobi jetzt wahr. Wie das ist, wenn eine Liebesbeziehung, die so 2 Monate dauerte,
dann plötzlich in die Brüche geht. Ich wollte den Männern auch einen Einblick in das in die Sache wirklich präsentieren. Männer? Wahrheit geben. Männer interessieren sich mehr für die Größe als die Frauen. Wieso, welche Männer haben denn mit deinem Schwanz zu tun? Na, wer fragt denn hier so viel? Ich wollte es einfach wissen, wenn ich diese OP mache und dann mit Frauen schlafe, wo ist Unterschied? Und war ein Unterschied? Ist ein Unterschied jetzt? Das kann ich dir jetzt nicht erzählen. Rein und raus dann bringen die Kühe. Und Claudia, was du? Ich weiß, wovon ich rede. Etwas größer als so und die Welt ist in Ordnung. Ja, da tritt Schweiß auf die Stirn, Alter. Dreimal gemacht. Jedes Mal ein Millimeter. Dreimal? Dreimal. Hättest du es gemacht, wenn du gewusst hättest, dass das dreimal notwendig ist? Dass da dreimal. Nein. Nachgab, nicht. Nein. Warum er das gemacht hat, das habe ich bisher noch nicht verstanden. Und hast du das vollzogen, was den Mann beglückt, was ihn geradezu beseelt mit Janine? Hast du aber vornehm um heißen Brei geredet, ne? Naja, also wie gesagt, also ich ihr wart schon in der Kiste, ne? Ja, aber nicht im Fernsehen. Ja, das ist ja das, wohl klar. Aber ordentlich durchgekachelt muss sein, sonst ist man ja nicht zusammen. Sonst würde ich ja nicht als Beziehung betrachten, ne? Nein, aber man hat... Also hast du sie nun gefickt oder nicht? Naja, lass es hat doch. Es war doch alles gesagt, mein Gott. So, dass es so darauf hinausgelaufen ist. Du machst keine One-Night-Stands? Ich finde, Liebe ist nicht Sport. Ich frage das ja nicht umsonst. Es ist so, dass... Was Menschen, Mann und Frau, am meisten fasziniert, ist der Sex. Wenn der klappt, wenn der wunderbar ist, dann stimmt auch die ganze stimmt Chemie. Dann stimmt auch erstmal die Chemie. Habe ich auch schon die dollsten Sex mit Kotzbrocken. Ist ganz was Gefährliches für eine Frau. Ja, weil du streiten nicht, und Vögel, weil du nicht, streiten weil und Vögel. Du nicht loskommst. Furchtbar. Du kommst nicht los von ihm. Ja, aber es ist nicht schön für ein Leben. Das du kannst darauf keine Zukunft aufbauen. Das ist wie die so Abhängigkeit wie von einer das Droge. Hat aber mit Liebe, ja, aber es hat mit Liebe nichts zu tun. Du kannst auch nicht mit einem Kokser zusammen sein. Bin ich jetzt irgendjemand zu nahe getreten? Nö, es gibt Bewährung. Aber ich finde, Sex ist nicht alles in der Beziehung. Das ist so das Sahnehäubchen auf der Torte. Ohne Sex ist alles nichts. Du, wenn er zwei... Während sich Desiree dafür vollständig bedeckt, enthüllt sich Ronald fast komplett. Ich schlafe immer nackt. Aber ich habe mir dieses Tuch umgebunden, schamhaft, um nicht Irritation hervorzurufen. Klappt super. Ich glaube, es mir während des Schlafens gelungen, das Tuch einigermaßen so zu halten, dass nichts Anstößiges sichtbar war. Aber vielleicht ist es mir auch nicht gelungen, dann wäre es mir aber auch egal. Wo kein Kläger, da auch kein nackter Richter. Klingelingeling, klingelingeling, ich bin der Eiermann. Für Claudia ist es sicherlich Geschäft, ihre Kleider hier vorzuführen. Zur Abwechslung könnte ich mich doch mal wieder umziehen, oder? Was meinst du? Ich finde, es ist Zeit. Denn am Ende, und du weißt ja nicht, wann dein Ende kommt hier, solltest du deine gesamte Garderobe mal präsentiert haben. Die gesamte Kollektion. Ja, ja, genau. Schon wieder ein neuer Dress. Haben Sie mich bestellt? Ich habe dich bestellt. Ja. Chili, machen Sie sich schon mal frei, der Doktor kommt gleich. Zimmer 212. Stehst du auf Doktorspielchen, Kleiner? Ich bin selbst der Doktor. Oh, du hast einen guten Griff. Regelgriff. Du hast einen guten Griff. Der greift ja unter den Rock. Die macht gleich noch die Beine breit. Du, der fingert. Guck mal, der fingert. Sag mal, was soll denn das? Ja, hier? Der fingert. Na, oh. Die Hand am Knie einer Frau gehört dem Manne, der nach Höherem strebt. Ehrlich? Ja. Und wenn die Dame dem nicht widerspricht? Gleich stellt sie sich noch breitbeinig hin, ich sag's dir. Dann strebt er immer und immer höher. Und das ist, sind wackere Absichten. Und du lässt dich immer mehr fallen, du lässt immer mehr los, treiben lassen, wirken lassen. In der Tat. Ne? In der Tat, ja. Guck mal, und die genießt es noch. Was, wie die das genießt? Guck mal, wie die der greift abgeht, ja unter den Rock abgeht, und sie säuft sich dabei einen an. Beim Sex sogar anbehalten. Es lässt Raum für Fantasie, weil das den Oberschenkel und alles Weitere, was nach oben strebt, erahnen lässt. Das ist aber hart. Auch guck mal, sie hebt das Röckchen schon. Und dann diese Stampfer, die Sauerkrautstampfer sind ja keine schönen. Guck mal, guck mal, guck mal. Also ich brech zusammen. Ich brech zusammen. Oh, nein!
So ist es. So ist es. Von ihrer Vita und ihrer Persönlichkeit finde ich Claudia als Frau auch sehr gut. Muss ich sagen. Gottes Willen. Es hätte ja eine große Liebe werden können mit uns. Aber dass du fremden Frauen, die die Beine vor dir spreizen, unters Kleid und in der Öffentlichkeit in den Schritt greifst, das musst du mir jetzt mal genau erklären. Wie konntest du nur? Ich wollte nicht unhöflich werden. Aus Höflichkeit? Nein, das war nicht Höflichkeit. Ich glaube, es war Barmherzigkeit. Vielleicht alles zusammen. Barmherzigkeit. Alles. Ich habe alles beobachtet. Sie hat die Beine gespreizt und deine Hand, die wanderte an diesen Beinen in Kniehöhe bis zum Oberschenkel. Was hast du da vorgefunden? Filzmoos? Haarwuchs? Nein, nein, nein. Durchaus festes Gewebe. Festes, ach ja, Bindegewebe. Mhm. Was kann einem Mann Besseres? Ich hätte dir da mehr Qualitätsbewusstsein zugetraut oder unterstellt. Schau mal. Also dann hätte ich diese Aktion mir aufgehoben für wirklich so ein pralles, junges Ding. Da bin ich Philosoph. Ja. Essen, was gar ist. Hm. Trinken, was klar ist. Hm. Sammeln, was rar ist. Hm. Und ficken, was da ist. Es gefällt mir sehr gut, wenn Frauen sich um mich reißen. Er steht auf alle Frauen. Und ich glaube, er steht auf uns alle hier. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, der würde uns alle knallen. Der redet immer über Sex. Wenn diese beiden Frauen meine Nähe suchen, dann ist es für einen Mann eine sehr angenehme Geschichte. Und ich genieße das. Zwei aus dem Team Orange. Aus ihrem eigenen Team. Sie muss verraten. Oh, das ist aber asozial. Verrat an ihrem eigenen, ach, das Team. Das ist bitter. Das ist hart. Also ist hart. Ganz ehrlich. Dieses Format bringt die schlechtesten Seiten in uns zum Vorschein. Aber musst du jetzt schon wählen? Ja, wahrscheinlich. Direkt. Dürft ihr ehrlich sein. Das könnt ihr ja weitermachen. Die Leute, die sie selbst ausgewählt hat als ihre Mitspieler. Die muss sie zum Abschuss freigeben. Die ihr Vertrauen geschenkt haben, die muss sie jetzt verraten. Gut, das war uns doch aber allen klar, dass sowas passieren wird. Boshaftigkeit, Niedertracht. Ernesto und Desiree wären beide für mich ein sehr großer Verlust, die Villa zu verlassen. Das ist traurig, ändert aber leider nichts. Einer fliegt heute, auf jeden Fall. Gegen welchen seiner Neufreunde wird sich Ronald wenden? Ich habe schweren Herzens entschieden, dass Ernesto gehen muss. Ernesto ist mir hier in der kurzen Zeit ans Herz gewachsen. Ich danke dir. Aber ich konnte nicht anders, als so zu entscheiden, weil Desiree eine Frau ist. Die nicht irgendeine Frau ist, sondern eine ganz besondere Frau. Vielleicht geht er voll auf die Knie und macht einen Verlobungsantrag. Mit der mich von vornherein sehr, sehr viel verbunden hat. Wir funken derartig auf der gleichen Wellenlänge. Deswegen meine Entscheidung. Und ich ersuche meinen Freund Ernesto um ein wenig Verständnis. Tja, Tobi. Tobi, du hast die ganze Verantwortung jetzt. So einen schönen Monolog habe ich in meinem ganzen Leben kaum gehört. Also wirklich, ich möchte dir fast die Hose runterziehen und mich hinknien. Die emotionale Verbindung zwischen Desiree und mir ist sehr, sehr intensiv. Dem, wozu ich fähig bin, wenn ich deine Fresse sehe. Ich finde dich so toll, Desiree. Das ist ganz großes Kino. Das ist ganz großes Kino, Leute. Nicht alle haben ja so viel Freude an einem herzerfrischenden Streit wie ich. Die Mädels, die kleinen Mädels, die waren ja geradezu schockiert. Endlich denkt mal jemand an die Kinder. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Diese Show. Wahnsinn. Ja, es ist explodiert heute. Nicht aus heiterem Himmel, sondern es hatte sich die vergangenen Tage hochgeschaukelt. Da waren Beleidigungen gefallen, die auch wehtaten auf der Seite des Beleidigten, weil es sie eine empfindliche Stelle trafen. Oh, wenn ihr alles kennt und wer euch nicht kennen will. Halt doch einfach dein dummes Maul. Und das gärte in denen noch. Typischerweise bei Matthias. Oh. Ich liebe das ja. Ich liebe diese Eskalation
Und wenn ich da mal nicht die Hauptrolle spiele wie heute und nur dabei sein darf, dann genieße ich einfach nur. Bin dann immer ganz gespannt, wie weit gehen sie. Ist er aufgestanden, als sie mich bedrängt hat? Er hat sich totgelacht. Er hat gesagt, gleich bin ich Ringrichter. Tobi ist aufgestanden. Er hat gedacht, ja, er hat sich schon gefreut. Er hat gedacht, ich schütte ihr das Wasser in die Fresse. Normalerweise hätte ich sie niedergeschlagen. Ich bin vorbestraft wegen Körperverletzung. Ja. Ich habe einen Hauch. Ich hätte mir Einsatz erwartet von dir. Ich habe einen Hauch. Nicht provozieren. Da musst du mal ein bisschen rangehen in dem Moment. Wegen Körperverletzung vorbestraft und hier kommt zu Lampform an. Sind eigentlich schlimmer. Nee, aber ich habe das Gefühl, wir alle schlimmer. Aber das war ganz großes Kino, Claudia. Die Scheiße, Leute, mal auf dem Kies mit 20. Aber das mache ich jetzt heute mit 58 Jahren, dass ich mich mit der Amsel klopp. Süße, holst du mir einen Flaschenöffner? Haben wir Besteck hier? Nein. Die Sendung ist ja noch nicht rum. Du musst auf jeden Fall dabei bleiben, sonst wird es langweilig hier. Wirklich? Und wenn ich eins nicht ertragen kann, ist Langeweile. Oh, jetzt ist er offen. Carina ist schon ganz Karussell in den Kopf. Oh. Pass auf. Moment, geh mal weg, ja? Zieh mal. Bleib mal so. Bevor noch mehr neue Eindrücke das Kurzzeitgedächtnis verwässern, hat sich Ronald entschlossen, die dramatischen Ereignisse des Morgens für die Nachwelt zu erhalten. Im Falle einer weiteren Eskalation dürfen sich die thailändischen Ermittlungsbehörden über die perfekte Zeugenaussage freuen. Ja, der Tag begann ereignisreich bereits beim Frühstück durch den bewährten Konflikt zwischen Claudia auf der einen Seite und Desiree und Matthias auf der anderen Seite. Soweit fachlich, sachlich, richtig. Das eskalierte und gipfelte darin, dass sie sich wüst beschimpften. Deine Sprüche kotzen mich wirklich mittlerweile an. Auf eine sehr schöne, ästhetische Art und Weise beschimpften. Überleg dir, was du sagst, aber hör richtig zu. Hör richtig zu, du erfindest keinen Scheiß. Ich höre noch gut und echauffiere dich nicht so. Mit fein verästeltem rhetorischen Geschick. Du bist eine Lügnerin! Gipfelte dann fast in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Bewege deine Fresse aus der Kamera! Die Serie und auf der anderen Seite Claudia standen sich gegenüber und waren kurz davor, sich an die Wäsche zu gehen. Das war Stufe 1 von dem, wozu ich fähig bin, wenn ich deine Fresse sehe. Also ganz, ganz großes Kino. Ich habe das sehr genossen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Liebe Janine, ich liebe deinen trockenen Humor, ich liebe deine Natürlichkeit, ich liebe es, mit dir zu lachen und vieles mehr an dir. Umso schwerer fällt es mir, meine Stimme für deinen Auszug zu geben. Ich glaube, der Ronald hat sich entschieden, weil er sie nachher vorher so angeschaut hat, im roten Kleid, weil er sich gedacht hat, Eva war absolut bezaubernd heute wieder gekleidet und hat eine fantastische Ausstrahlung, wie sie mir hier entgegensteht. Ist es mir ein Vergnügen, dass sie vielleicht hier bleibt, wenn sich noch weitere Stimmen für sie finden. Danke. Ich muss sagen, wer gehen soll, nicht verbleiben soll. 2-2. Es hängt wieder an dir. Schon wieder. Tobi, du trägst die ganze Verantwortung jetzt. Ja, aber das ist doch nicht normal. Und du hast richtig entschieden. Ich habe zwar anders entschieden als du, aber du für dich hast richtig entschieden. Das warst du ihr schuldig. Ja. Ja, wirklich. Ich weiß. Warst du ihr schuldig. Das Wasser ist trüb, die Luft ist rein. Claudia muss ertrunken sein. Habe ich bestellt. Achso. Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Darf ich anfangen? Claudia, das sieht so intellektuell aus. Interessiert euch überhaupt? Die Brille nimmt ein bisschen das Dumme aus dem Gesicht. Du bist bestraft. Und zwar zu 30 Peitschenhieben. Verabreicht durch den Richter gnadenlos. Moment, ich bin das jetzt. Seid schlimmer, komm. Jetzt geht's gleich schön los. Da noch. Du kannst jetzt machen, was du willst. Du darfst nur nicht am Kapitänsspiel teilnehmen. Und ich darf schwimmen gehen und ins Meer und spazieren. Während wir uns abrackern müssen beim Kapitänsspiel, musst du schwimmen. Kannst du schwimmen? Du darfst maximal auf die Holztreppe. Ist gut, dass du das sagst. Deine Füße dürfen nicht den Sand berühren. Ach,
Und im Wiederholungsfall wirst du in diesen Schrank eingesperrt. Für 2 Tage. In den dunklen Schrank. Stehen. Wie urteilt die Judikative über Bastians Vorstoß? Ein Mitspieler wie Claudia, der dir nicht gefällt, auf diese Art und Weise quasi am Rande des Betruges hier rauszukomplimentieren, das geht gar nicht. Das ist regelwidrig und in jedem Sport führt es zur lebenslangen Sperre. Dieser Vorschlag, den er gemacht hat, zeugt von einer ersten Skrupellosigkeit und auch davon, dass er kein wirklicher Sportsmann ist. Der Schill ist eh ein dauergeiler, alter Sensationsgieriger. Der findet das ja alles ganz, ganz toll. Ganz großes Kino. Solange nicht involviert ist, nee. Ich bin darauf bedacht, dass Claudia im Spiel bleibt. Denn solange Claudia dabei ist, gibt es hier für mich viel zu lachen. Sie war gestern angetrunken, heute ist sie normal. Sie war nicht angetrunken, sie war betrunken. Ja, heute ist sie aber normal, sie ist nicht betrunken und sie verhält sich normal heute. Nein, und deswegen, nein. Und deswegen, nein. Sie können sich das vor. Freut euch doch darüber. Ist scheißegal, was hier drin steht. Ja, und? Nee, du, erwartest du immer einen reuigen Sünder? Mir selbst war es völlig gleichgültig, ob sie bestraft wird oder nicht. Ich wusste, dass sie die Strafe nicht besonders treffen würde. Und mir war es nur richtig, dass sie uns erhalten bleibt. Und hab jetzt hier eine Strafe. Ist mir doch egal, dann mache ich mir einen schönen Tag. Mach doch die nächste Puddel auf. Was meinst du, wie viele meiner Angeklagten im Angesicht der Strafe nicht reuig erschienen und nicht sich entschuldigt haben und nicht einsichtig waren? Vielleicht will sie das aber sie haben ihre Strafe trotzdem verbüßen müssen. Ja, vor wem soll sie sich denn entschuldigen? Vor der Gurke da draußen! Das ist doch kein Erzählen draußen. Was hier abgehen. Erzähl das bloß keinem, dass es unter uns bleibt jetzt hier. Das ist ja total peinlich, Alter. Boah, Ronald, jetzt stell dir mal vor, alles, wie wir hier sitzen, ballert sich da jeden Abend die Rübe zu. Das konnten wir bis gestern, aber jetzt reicht das nur noch für Claudia, was sie da haben. Und dein Bier ist auch weg. Ja. Ist eine willkommene Abwechslung für den Papa aller Popo-Gaffer. Ich mache das immer abends, damit es über Nacht schön einwirken kann. Ich dann allerdings wenig Freude verspricht. Wieso bin ich der einzige Claudia, der hier was trinkt? Das ist total ungesellig. Weil irgendwie einmal im Jahr muss ich einen alkoholfreien Tag machen. Ja, aber doch nicht ausgerechnet heute. Ich bin der Einzige, der was säuft hier. Wir feiern morgen. Ja, der Abend droht langweilig auszuarten. Und ich finde das eine Sauerei, dass ihr mich hier alleine trinken lasst. Keiner trinkt hier Alkohol, nicht mal Bier. Das machst du nicht verrückt hier. Hör doch auf. Wir kriegen die Sache schon aufgemischt hier. Deswegen war das meine Idee, die Claudia so ein bisschen zum Trinken zu animieren. Wieso muss ich hier alleine was trinken? Weil sie eine Spielverderberin ist. Soll ich hier mal was fertig machen, so ein bisschen? Also ich trinke, wenn die anderen Damen auch mit trinken und Herren. Und die Desiree stieg voll mit ein. Weißt du was, Claudia Obert? Ich trinke jetzt einen mit dir. Noch einen Anlauf. Nochmal in Style. Worauf trinken wir, Kinder? Du willst doch nur sehen, wie ich das Glas lecke. Für deine dreckigen Fantasien. Boah, ey. Was ist denn hier los? Ich habe das Gefühl, dass wir alle noch die besten Freunde werden heute. Wieso? Das Einzige, was uns noch fehlte, war ein bisschen Sprit. Ja, zu meiner wirklich großen Überraschung haben die sich in der Tat gut verstanden. Und geradezu einen freundschaftlichen Umgang gepflegt, den ich gar nicht mehr für möglich gehalten hatte, nach den ganzen Streitereien und Feindseligkeiten. Claudia, prüft euch schön! Aus der Pulle, geil! Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken! Als nächstes begrüße ich in meinem Team die Legende. Danke dir. Ich will nicht sagen, dass es unangenehm war, aber um zu siegen, war das echt störend und irritierend. Ich kann mich auch gar nicht konzentrieren. Hör auf, mich anzupassen! Da
damit aus. Es war ungewollt. Glaubt mir natürlich wieder keiner. Das Chaos hat einen Namen: Claudia. Ich bin angesichts des Totalversagens von Claudia froh, dass wir überhaupt zurück ins Ziel gekommen sind. Hier irgendwann oben. Weißt du, wo links und nicht, rechts ist? Nicht gut. Ich hab das jetzt versemmelt. Wir werden sehen, welche Mannschaft gewonnen hat. Und wenn wir verloren haben, dann werden wir Claudia wohl verlieren. Feuchte Hände. Der Bastian hat naturgemäß jetzt einen enormen Ehrgeiz, denn er hält sich ja selbst für den Größten. Mit Ronald geht's weiter. Trübt die Aussicht auf Butterbrote statt der Kochkünste von Matthias sein Urteilsvermögen? Meine sehr verehrte Desiree. Oder wird er wieder zum schillernden Retter? Ich habe schweren Herzens entschieden, dass Ernesto gehen muss. Ich konnte nicht anders, als so zu entscheiden, weil Desiree eine Frau ist. Die nicht irgendeine Frau ist, sondern eine ganz besondere Frau, mit der mich von vornherein sehr, sehr viel verbunden hat. Wir funken derartig auf der gleichen Wellenlänge. Meine sehr verehrte Desiree. Hört Ronald auf sein Herz oder auf seinen Bauch? Heute bist du meines Erachtens nicht zu retten. Es erfüllt mein Herz mit tiefer Trauer. Und ich werde deshalb meinem leiblichen Wohl den Vorzug geben müssen. Ich auch nicht. Matthias hat mich glücklich gemacht mit seinem hervorragenden Essen hier. Und deswegen werde ich meine Stimme dafür geben, Matthias zu retten. Dankeschön. Lass mal was von dir hören. So, du willst immer nur über andere wissen, aber über dich erzählt sie gar nichts. Ich nehme mich nicht für wichtig. Du hast mir erzählt, du hattest jetzt 10 Tage keinen Sex. Wer war die letzte glückliche Frau? Jemand, den du kennst? Jemand, den du am Flughafen getroffen hast? Möglicherweise im Flugzeug? Nein, nein. Meine Freundin, meine brasilianische Freundin in Rio de Janeiro. Du bist vergeben? Jedenfalls locker. Ah, okay. Locker. Also die schläft auch mit anderen Männern? Nein, nein, sie nicht. Ah, okay. Wie lange seid ihr denn schon? Ganz locker liiert sind wir schon 5 Jahre. Aber ich reise in der ganzen Welt herum und hab meinen Spaß. Sie freut sich, wenn ich da bin. Sonst könnte ich mir gar keine feste Freundin leisten, wenn die mir da reinreden würde. Ronald ist ein intelligenter Mann, aber schwanzgesteuert. Deswegen ist er dort, wo er ist, in Rio de Janeiro und nicht im Senat oder vor Gericht. In meiner besten Zeit damals als Senator hatte ich 50 Premieren pro Jahr. Ne? Also jede Woche eine neue Frau. Weil ich da so begehrt war wie ein Cornetto Erdbeer. Oh. Die Frauen reizt das Geld oder die Macht. Direkt vor meiner Stammdisco, die als Schilds Wohnzimmer bezeichnet wurde, habe ich die nachts um 3 oder 2 ins Rathaus gebracht. Das Hamburger Rathaus hat mehr Zimmer als der Buckingham Palace. Und da hatte ich dann jede Nacht meine private Königin gekrönt und das edle Mobiliar entweiht. Oh. Ja. Okay. Gelegentlich kam mal das Wachpersonal des Rathauses. Ah, Herr Bürgermeister, entschuldigen Sie, dass wir Sie gestört haben. Verstehe. Dann wussten sie alle, dass Schill Nachtarbeit macht. Ja. Na? Das war dann meine. Im Dienste des Volkes. Genau. Das war dann meine Bürgersprechstunde. Ja. Die hatten wir auch letzte Nacht. Hatten wir auch letzte Nacht, genau. Richtig gehört. Auch Janine hatte einen Intimtermin in Schills Bürgersprechstunde. Ja, der Ronald. Der Spitz. Du musst lernen, loszulassen und dich fallen zu lassen. Mhm. Ja, es ist schon eine wahre Wonne, dir so nah zu sein. Die Reaktion folgt auf dem Fuße. Also das ist schon eine Lustmolch, Gerd, das sage ich euch. Das ist eine Lustmolch. Ja, voll.
Eigentlich ist das, was wir hier machen, schon sehr intim. Oh, da denkst du schon wieder ans Knattern, ne? Nenn das doch nicht immer so unromantisch, Knattern. Was willst du schon wieder hören? Bumsen oder was? Hä? Ja, wie das über deine Lippen kommt. Also zündet Chill das nächste Triebwerk. Wenn Frau und Mann sich so lieben, verzehrend, ist die pure Erfüllung. Stimmt. Wenn man süchtig wird aufeinander. Stimmt. Und einfach nicht aufhören kann. Das hatte ich nur einmal in meinem Leben bisher. Und wie viele Stunden habt ihr es getrieben? Na, jetzt hier nicht 3 Stunden, aber so 1,5, 2? Ja, 4 Stunden. Aha. Und hast du nicht einen Heißhunger darauf, so etwas zu wiederholen? Natürlich, schön wär's, aber musst du erst mal wieder finden. Warum in die Ferne schweifen, wo das Gute ist, so nah? Meinst du dich jetzt oder was? Genau. Ronald ist ein bisschen rollig. Vielleicht sollte man mal den Fuß vom Gas. Der ist schwanzgesteuert. Oh, jetzt zerriss er die. Der hat die Füße. Sag ich doch, der leckt da dran. Sind eben Mauken nach seinem Geschmack? Ja. Hey Ronald, hier gucken bald Kinder zu. Ha? Du musst mal versuchen, so etwas auszublenden. Wir sind ganz unter uns. Ja. Ja, wenn ich dir sage, wir sind ganz unter uns und ich erzähle es auch nicht weiter, dann lass es auf dich wirken. Mittler ist schon klar. Ja? Ja. Okay. Das zählt nur das Hier und Jetzt. Ach so. Aha. Ah, Ronald. Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Auch schon gemerkt? Du hast ausgesprochen süße Füße. Das würde er jetzt auch einem Hobbit weismachen. So wenige Leute massieren meine Füße oder krabbeln. So viele ekeln sich vor Füßen, aber Ronald hat auch gesagt, ich habe schöne Füße. Der kommt jetzt auch gleich noch mal hoch ins Neste und krault meine Füße so lange, bis ich schon schlafen kann. Ronald! Ja, bei der Arbeit. Oh, jetzt gibt's Gruppensex im Altersheim. Das wird doch noch ein gemütlicher Abend. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin so froh, wenn mich mal einer tröstet. Wie wär's, wenn sich daneben legst? Komm, okay, wir legen uns daneben, wenn das deine Idee ist. Gott, das will. Wo sind wir hier gelandet? Komm, Schiri. Also jetzt wird man das Ganze aber zu bunt, gell? Dass wir das noch erleben dürfen. Es geht kaputt. Ja, komm, also Claudia. Irgendwie stimmt die Kombi hier nicht. Ich glaube, Ronald und Claudia wäre so die richtige Konstellation gewesen, nicht ich und Ronald. Ronald, was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier? Hör mal, seh zu. Gott, deswegen jetzt müssen wir auch noch Fetischpornos hier angucken. Gottes Willen. Und was sagst du dazu? Bei einem alten Mann kriege ich rothaarige Kinder, weil da schon Rost in der Flinte angesetzt ist. Ja. Deshalb nimm mal lieber einen Jungen. Stehst du auf jüngere Männer? Offenbar schon. Wann war das? So vor 2,5 Jahren war ich in London und da hatte ich einen jugendlichen Freund. Da habe ich also echt eine schweinische Nummer abgezogen. Und dann hinterher, ich sag, how old are you? Da war ich. Also wenn jetzt irgendeine der jüngeren, attraktiveren Damen so wäre wie die Claudia, würde das hier richtig zur Sache gehen. Claudia, erzähl uns bitte mal ein bisschen davon, was bei dieser schweinischen Nummer stattgefunden hat. Also pass auf, der ist, glaube ich, innerhalb von 3 Stunden 4-mal gekommen. Was der Typ? Nichts Besonderes ist, aber der immerhin. Der hat ja gespritzt wie ein Feuerwehrschlauch. Claudia will ja. Claudia würde ihr unter Kamera Sex haben. Da fackelt sie nicht lange. Und das mag ich normalerweise an Frauen. Hast du auch mit dem Mit was? Hast du Also ich meine, das ist doch Standard heutzutage. Hast du ihn Natürlich, nicht nur einmal. Aber die Claudia, die ist mir dann doch schon so ein bisschen zu sehr ins Alter gekommen.
ich bringe es nicht übers Herz. Vielleicht, wenn ich 3 Monate in Teilzeit gelebt, wenn ich noch 3 Monate hier leben muss, eingeschlossen, dass dann auch was mit Claudia geht. Aber noch bin ich so weit nicht. Sollen wir euch irgendwelche Liebeskugeln holen oder Analplugs oder ein bisschen Poppers? Der hat ja doch Oberschenkel da. Tobi hatte gleich eine Stange im Hinterkopf. Also wir haben die besten Plätze. Also Ronald ist ein alter Busengrabscher und auch ein Lustmolch, das muss man ganz klar sagen. Ey, du wolltest doch meine Füße massieren? Was, ja, machen wir gleich. Wie gleich? Das war doch ganz anders geplant. Ist es dir nicht recht, so Schiri? Doch, ja, aber ich mag also ja meine Füße kraulen. Ja, ich komm gleich, du. Ich komme vor. Ey, hier, Ronald! Der wurde ja wieder ein bisschen juckisch, ne? Wer massiert ihr den Arsch? Ey, Ronald, wer nicht übermütig, hör mal auf. Ey, massier mir lieber die Füße, das wäre lieber. Also, wow, hier, ich bin fassungslos. Ich dachte, gleich fängt das Softporno an. Claudia, es wird Zeit für uns. Janine, du bleibst hier, oder? Roland, was ist denn jetzt mit Claudia, dem anderen Fuß? Du siehst aus, als hättest du den 18. Orgasmus schon hinter dir. Wir ziehen den Schleudersitz, wir gehen rüber. Gute Nacht! Gute Nacht. Ja, Ronald, ich glaube, so beim Ronald ist das so, sein Testosteronspiegel steigt ihn langsam überm Kopf. Das staut sich alles innerlich, der weiß nicht, wohin er mit seinen Hormonen soll. Also der, ja, ist ein, ja, wie soll ich das sagen? So ein Schwerenöter, ne? Vielleicht ein ganz leichter Schwerenöter. Ja, der sagt, ja komm, ich geh dir mal die Füße kraulen. Ne? Dann steigert der sich immer ein bisschen mehr nach oben, will dann ein bisschen mehr. Ja, also der ja, ist schon spitz wie Nachbars Lumpi hier auf die Damen. I know your secret, your dirty little secret. I know your secret. Your dirty little secret! Hier, Roli, geh mal Richtung Füße wieder runter hier. Warum denn? Nein, die Monika braucht Ruhe. Mo, Mo, Monika, Mo, Mo, Monika, das Glück hat deinen Namen, es heißt Monika. Mo, Mo, Monika. Nee, echt, Ronald? Die Monika braucht Ruhe. Nein, die braucht ein bisschen Leben jetzt. Die braucht ein bisschen. Ey, das kannst du bei Claudia machen. Da müssen ja ein bisschen Wallung kommen jetzt. Die Monika kommt in Wallung. Ey, guckst du mal auf den Tacho. Was? Die hat Urlaubs, ihre Sommerpause. Ihre Sommerpause. Ich komme hier nicht klar. Ich glaube, der will manchmal ein bisschen seine Grenzen testen, wie weit er gehen darf. Aber bei mir geht's nicht an die Monika. Die hat gerade Sendepause. Ey, Roli, ich geh jetzt rüber. Geh mal rüber. Ich helf dir. Ich helf dir. Ich geh jetzt mal schön, Roli. Was hier so? Ich krieg da Albträume. Was macht der Roli? Der macht mir an. Ich wollte in ein seriöses Format. Wo bin ich hier gelandet? Der Roland kommt gleich in die Buchse. Ey, Roland, ich geh jetzt rüber. Jetzt wird's too much. Klar, haben wir alle mitbekommen, der Ronald ist ein kleiner Lustmolch, ja. Aber ich hab jetzt nicht irgendwie gedacht, dass der mich hier hämmern will. Good night. Gute Nacht. Ich muss mich erholen. Solange der seine Finger von meiner Monika lässt, ist alles gut. Am 21 das erste Mal in der Disco und wann das erste Mal Sex mit einer Frau, die man gerade sieht. Mit 16. Oder knapp 17, ja. Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Das heißt, du stehst nicht auf Musik, aber auf alles, was damit zusammenhängt, schon. Nee. Also meine Frau, die ich geheiratet hatte, war meine zweite Partnerin, mit der ich Sex hatte. Derlei Schicksale berühren Ronald. Eine statistische Erhebung zu machen, braucht man mindestens 1000 Teilnehmer. Sonst ist sie nicht repräsentativ. Ist es repräsentativ bei dir oder nicht? Null. 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 Siehst du. Erreicht die Zahl 1000 nicht.
kann ich mitreden. Es reicht nicht mal die Zahl 100, da sind wir auch weit davon entfernt. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Vorher weißt du nie, was kann die. Ne? Alles wartet wieder nur auf euch. Ja, das ist so. Ja, wir sind ja nun auch das Dreamteam hier. Es war aber unnötig uncharmant gegenüber einer älteren Dame. Nein, das ist nicht unnötig uncharmant, das ist ehrlich. Und die Ehrlichkeit ist hier auch okay, ganz ehrlich. Ich habe es nicht persönlich angegriffen, sondern ich habe keinen Bock, sie zu wählen, sondern es ist ein Muss. Ja, aber das weiß ja jeder, deswegen muss es ja noch mehr expresses Verbes aussprechen. Nochmal, man muss auf meine Worte echt immer achten. Ich habe sie nicht als Person angegriffen. Meine Wahl begründet sich, dass es keine Wahl ist, sondern ein Muss, weil sie der Leftover ist. Ich bin einfach nur, ich habe eine Begründung abgegeben. Und ich werde aber jetzt ihr solltet nicht so naiv sein, euch über ihre Reaktion jetzt zu wundern. Die Reaktion von Nein, ihr ja normal, war ganz okay. normal für das einen sie, Menschen, der sich gedisst fühlt. Das ist echt krass, dass ich hier wieder Lappen rumgereicht werde, ja, wie was weiß ich, die rostige Zunge, die man irgendwo durchwischt. Irgendwo ist Schluss, ja? Ich will mich nicht komplett ruinieren hier. Das wüsste ich. Wir sind Gewinnertypen, wir drei, und sie kann ein Risiko darstellen. Das ist ein Risiko für uns. Das war aber eine Diskriminierung von deiner Seite. Selbstverständlich. Sie diskriminiert. Ja, vollkommen richtig. Würde ich jederzeit wieder machen. Das ist eine ganz klassische Diskriminierung, die er anfangs auch zugegeben hat. Dann lassen wir drüber nochmal nachdenken. Das ist keine Diskriminierung. Das ist eine rechtlich falsche Einschätzung deiner Person. Meiner Person. Was ist Diskriminierung? Du hast mir selbst zugegeben, dass es eine Diskriminierung ist. Ich nehme es zurück. War falsch. War falsch. Ist keine Diskriminierung. Aber es ist so, wie es ist. Es ist eine Diskriminierung. So etwas hat zu unterbleiben. Insbesondere gegenüber einer älteren Dame. Immerhin hat sie als einzige Frau alle drei Challenges gewonnen. Alle. Dann ist die Frage, was sie dazu beigetragen hat. Das heißt, du kannst sie fachlich nicht kritisieren. Natürlich. Weil das hier nur einen einzigen am Tisch gibt, der ebenfalls alle drei Challenges gewonnen hat. Und das bin ich. Aber sie ist die einzige Frau. Super. Halt mal bitte die Schaukel an. Mir wird übel. Echt? Ich muss mich ein bisschen ausruhen. Okay. Ich muss jetzt eine kleine Pause machen. Mir wird schlecht hier. Scheiße. Oh. Das ist echt ein Spiel zum Kotzen. Und zwar ist es die Kombination der Bewegung, die für sich genommen nichts machen würde, mit dem Liegen auf dem Bauch und den Kopf nach oben reißen. Das verursacht bei mir Übelkeit. Auch Richter Magenkloß greift wieder ins Geschehen ein. Ihm ist aber noch leicht schwindelig. Kannst du auch wieder? Ja. Jetzt, da wir alle Zeit der Welt haben, werde ich jeweils eine 10-minütige Pause machen, um die Übelkeit loszuwerden. Und dann werden wir so lange spielen, wie es geht. Und dann machen wir wieder 10 Minuten Pause. Lass uns das hinter uns bringen hier. Scheiße. Jetzt? Ja. Carina, auf den Kopf, bitte. Nina. Du wärst auf meine rechte Schulter. Nee. Carina, du wärst zu weit auf meine rechte Schulter. Werf mal in mittig. Bisschen weiter. Jetzt? Scheiße. Es geht nicht mehr. Mir ist übel. Das ist scheiße. Und was jetzt? Lass uns tauschen. Ich köpf die. Wir dürfen nicht tauschen. Wir warten noch 2 Minuten, dann geht es mir wieder richtig gut. Und dann können wir das auch länger andauern lassen. Boah, Alter. Das bisschen Schwingerclub wird doch wohl einen alten Rambock nicht erschüttern. Echt zum Kotzen, das Spiel. Team Gelb spielt weiter Beach-Dulli-Ball. Aufhören, keine Lust mehr. Ich mach hier nicht jeden Scheiß mit. Ah, so eine Kacke. Bevor wir aufgeben, schmeiß ich einfach alle ins Feld, ne? Ja. Wenigstens 3. Ah. Damit ist das Spiel für Gelb vorbei. Ja, machen wir abbrechen. Echt zum Kotzen hier. Den Beweis blieb Ronald schuldig. Das hätten wir jetzt noch lange fortsetzen können, jeweils mit 10-minütigen Pausen. Aber das ist gar nicht nötig, denn ich weiß, dass in der gegnerischen Mannschaft ein Fußballstar dabei ist, der diesen Job machen wird. Aber wenn ich davon ausgehen würde, dass die anderen schon stärker sind, hätte ich gar nicht hier hinfahren brauchen. Da hätte ich in der Villa das wussten wir ja nicht. Wir wussten ja nicht, was das für ein Spiel ist. Aber dass das Spiel nun ausgerechnet auf Tobi zugeschnitten ist, der Fußball spielt. Man kann es doch trotzdem versuchen. Ja, du musst es ja nicht ständig kotzen. Und du hast die Bälle ständig auf meine Schulter geworfen, nicht auf meinen Kopf.
Insofern habe ich es mir unter diesen Umständen erspart, mich durch die Übelkeit durchzubeißen, weil wir sowieso keine Chance hatten, gegen den Fußballprofi zu gewinnen. Mehr. Die kommen eh erhobenen Hauptes rein. Obert wird wieder feiern, kann sich hier die Puddel holen. Die hat jetzt das vierte Mal in Folge die Challenge gewonnen. Obert ist die erfolgreichste Mitspielerin im Moment. Alle vier Challenges gewonnen, die einzige. Sie hat gar nichts gewonnen, sie hat nichts gemacht. Und ich, ganz ehrlich, wenn heute einer sagt, sie hat gewonnen, raste ich hier aus, wenn sie als dämliche Klunte in diesem Ding gesessen hat. Und ja, Tobi, ja, Tobi, Bastian, das ist gewonnen. Ja, weil sie gehört zur Mannschaft. Und wenn die Mannschaft gewinnt, gewinnt sie. Ich bitte dich, ich bitte dich. Ja, so ist es. Ja, nee. So sind die Regeln. Nee. Maskottchen, ein Maskottchen gewinnt auch nicht. Wenn du zur Mannschaft gehörst, die gewinnt, bist du der Gewinner. Sie gehört nicht zur Mannschaft, sie ist noch nicht mal gewählt worden, sie ist zwangszugeteilt. Ach, das ist kein Unterschied. Und die hat das orange Band. Ist auch scheißegal. Kann haben, was sie will. Frecher als sie. Dummheit, die ist dumm wie ein Sack Suppe. Hoffen wir einfach, dass nur eine Person heute geht und nicht zwei. Nämlich ich. Schönen Dank. Gerne. Ja, sie ist der Star bisher. Dann könnt ihr alle nach Hause gehen. So kann man sich auch aus dem Fadenkreuz rücken. Ein Star ist sie für mich nicht. Sie ist die armseligste Kreatur hier im ganzen Haus. Ich kann euch versichern, sie wird diesen Erfolg genießen und feiern. Und zwar vor euren Augen. Ja, soll sie machen. Aber meinen definitiv nicht. Man wird sehen. Die Verbindung zur Gruppe interessiert mich nicht mehr, weil ich heute ohnehin in den Exit gehe. Was ist dann die Quittung dafür, dass er aufgegeben hat? Damit kann Richter Badehos leben. Ich bin genauso ärgert, die ist wieder ein Ding weiter. Claudia, du bist unbestrittenerweise die erfolgreichste Mitinsassin, Mitspielerin hier von Promis unter Palmen. Die einzige, die alle vier Challenges gewonnen hat. Woran könnte es liegen? Da muss man sich die Frage stellen. Vielleicht am regelmäßigen Konsum von Prosecco. Der wieder. Peter, dann machen wir so dreckig lachen. Schorfkratzer Ronald vorerst weiter in der Wunde bohren. Claudia, du wirst wahrscheinlich das Ganze hier gewinnen. Also die Wetten in London sind schon 5-1 für dich. Weil du ja alles gewinnst. Das wäre so traurig, wenn es wahr wäre. Claudia, erzähl uns bitte etwas von deinem Erfolgsgeheimnis. Mach dich unbeliebt und bleib einfach immer übrig. Claudia, wie kann es angehen, viermal hintereinander die Challenge gewonnen? Ich bin der Boss, ja. Die müssen nach meiner Pfeife tanzen. Definitiv. Du bist ja nur unter Losern hier. Hier hat ja jeder schon mindestens 2 oder 3 Mal verloren. Schatzi, ich meine, was soll die mit 100.000? Die machen mich weder reicher noch ärmer. Das ist Also mich machen 100.000 reicher, und zwar um genau 100.000. Wenn du so arm bist, geistig und körperlich und sozial, kannst du Milliarden auf dem Konto haben und wirst immer arm bleiben. Ich glaube, dass du noch hier bleibst. Sonst würde das hier ein Schlafwagenabteil werden. Wollt ihr euch nicht doch zusammentun? Ihr harmoniert so mega. Wenn ihr euch zusammentut, dann machen wir das auch. Ja? Verstehst du? Guck mal, was du wirklich für ein Kollegenschwein bist. Eben gerade ist es dein Team, was gewinnt. Und dann fängst du an, jetzt nicht ausgenommen. Jetzt gerade wieder, wenn ihr euch zusammentut. Du hast mit den drei Leuten... Wo sind wir? Nix, wo sind wir, wo bist du? Dass jedes Wort auf die Goldwaage legt. Die haben jetzt ein Spiel gewonnen von 4 und sind natürlich stolz darauf, das musst du verstehen. Aber du hast alle 4 gewonnen. Ein Spiel von 4? Ne? Das ist schon ein Unterschied. Ich weiß nicht, was er redet. Also alle beide anscheinend nicht, also sie sowieso nicht. Ist nur Scherz. Während seine Grube ausgehoben wird, regelt Ronald vorsorglich den Nachlass. Claudia, lass es dir gut gehen. Ja, ein bisschen chillen hier. Genau. Claudia, ich erwarte von dir, dass du dir von diesen jungen Schnöseln nichts sagen lässt, was du tun und lassen sollst. Nee, um Gottes Willen. Na, das hast du nun wirklich nicht nötig. Du bist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Nee. Und schlag zurück.
die weiß, du weißt nicht, wie morgen das nächste Kapitänsspiel ausgeht. Vielleicht ist es so ein Scheiß, dass ich das gewinne, ja? Genau. Auf mich zugeschnitten. Dann kommst du ins Finale. Der argumentiert sich alles hin, aber er ist ein Großmaul. Punkt. Ich meine auch die Story, die er erzählt, dass er seine, kann man schon vorstellen, wie in der Disco drin gestanden ist um 4 und sagt, ja, bist du mal im Rathaus vögeln, komm und ich hab den Schlüssel, ich bin so cool. Hat er ihr erzählt? Wie, der hat Weiber im Rathaus gebumst? Hätte Genosse Gentleman mal geschwiegen. Direkt vor meiner Stammdisco, die als Schilds Wohnzimmer bezeichnet wurde, habe ich die nachts um 3 oder 2 ins Rathaus gebracht. Und da hatte ich dann jede Nacht meine private Königin gekrönt. Und das edle Möbeljahr entweiht. Er hat es im Club klargemacht und hat sie praktisch gelockt und sagt, ich hab den Rathausschlüssel, komm doch mal mit, wir können im Rathaus. Da hätte ich gesagt, was soll ich da? Nee, er hat eiskalt gesagt, dass es sehr gut bei den Frauen gezogen hat und dass es seine beste Zeit war, Weiber abzuschleppen. Was war der denn Bürgermeister? Bürgermeister und hat eine eigene Partei gehabt. Bisschen abgesägt haben, weil er Koks und Nutten angeblich, ich weiß es nicht. Deswegen sagt er doch immer, reicht mir Koks, Nutten und frische Erdbeeren. Nutten, Koks und frische Erdbeeren. Zu viele Ballaststoffe für die Mitbewohner. Hilfe! Das gibt hier überhaupt keinen Charme, keine Grandezza, kein gar nichts. Du kannst doch mit denen nicht mal streiten, mit diesen dummen Jacken. Hilfe, Hilfe. Also lass sie an deinem langen Arm verhungern. Absolut. Ich sorge nur für Ärger. Das läuft schon von ganz alleine. Hasser hassen diesen Trick. Anstatt dass der Ronald sagt, hey Freunde, echt, tut mir leid. Stattdessen zündelt er. Und Claudia, zieh dich bitte auch nicht zurück, sondern stell dich der Gesellschaft und teil aus. Kann er Claudias Feuer schüren? Ja, aber sie lässt sich ja auch als Star feiern, obwohl sie nicht... Weil sie dumm ist, aber er ist eigentlich ein gestandener Mann. Du musst zu dem Haufen hingehen, sie ein bisschen beschimpfen und dann wieder weggehen, Kleid wechseln, dir was Neues ausdenken, wieder zurückkommen, sie wieder beschimpfen. Und normalerweise, wenn du verantwortlich bist, durch Aufgabe, das Letzte, was du tun kannst, ist dich bei den anderen Kollegen entschuldigen. Muss erst eine 58-jährige Frau kommen, um euch zu zeigen, wie man hier gewinnt. Und nicht nur, wie man hier gewinnt, sondern wie man hier ein gewisses Laissez-faire hineinbringt. Genau. Ja. Damit nur ein Typ, der verbissen ist wie sonst was vor Ehrgeiz, hier seine Rambo-Muskeln zeigt. Also das kann doch die Nation so fürchterlich auch nicht amüsieren, oder? Genau. Und das sagst du ihm. Deswegen, heute Abend fällt der Verbündete weg. Du darfst schießen aus allen Rohren. Unter die Gürtellinie, über die Gürtellinie. Wie das ist die Linde kracht. Claudia ist nur stark zu zweit. Die können dir doch alle nicht das Wasser reichen. Ja, wo haben sie die gecastet? Aus welchen Sümpfen haben sie die gezogen? Anstatt dass der Ronald sagt, hey Freunde, echt, tut mir leid. Stattdessen zündelt er. Und Claudia, zieh dich bitte auch nicht zurück, sondern stell dich der Gesellschaft und teil aus. Kann er Claudias Feuer schüren? Ja, aber sie lässt sich ja auch als Star feiern, obwohl sie nicht... Weil sie dumm ist, aber er ist eigentlich ein gestandener Mann. Du musst zu dem Haufen hingehen, sie ein bisschen beschimpfen und dann wieder weggehen, Kleid wechseln, dir was Neues ausdenken, wieder zurückkommen, sie wieder beschimpfen. Und normalerweise, wenn du verantwortlich bist, durch Aufgabe, das Letzte, was du tun kannst, ist dich bei den anderen Kollegen entschuldigen. Muss erst eine 58-jährige Frau kommen, um euch zu zeigen, wie man hier gewinnt. Und nicht nur, wie man hier gewinnt, sondern wie man hier ein gewisses Laissez-faire hineinbringt. Genau. Ja. Damit nur ein Typ, der verbissen ist wie sonst was vor Ehrgeiz, hier seine Rambo-Muskeln zeigt. Also das kann doch die Nation so fürchterlich auch nicht amüsieren, oder? Genau. Und das sagst du ihm. Deswegen, heute Abend fällt der Verbündete weg. Du darfst schießen aus allen Rohren. Unter die Gürtellinie, über die Gürtellinie. Das ist die Linde kracht. Claudia ist nur stark zu zweit. Die können dir doch alle nicht das Wasser reichen. Ja, wo haben sie die gecastet? Aus welchen Sümpfen haben sie die gezogen?
Wir müssen sie, wenn der Schill weg ist, isolieren, damit sie sich ändert. Denn nichts fördert Wiedereingliederung mehr als Isolationshaft. Schon jetzt ist der Hofgang gestrichen. Guck mal, was da draußen schon wieder los ist. Das sind Freudenstränen. Beim Ronald, wenn er geht, würden wir nicht sagen, der Himmel weint. Wir würden sagen, der Himmel ejakuliert. Palmen eröffnet. Du hast uns ans Messer geliefert. Den ersten Stich hat Janine. Ich habe mich entschieden, dass Carina hier bleibt, weil zu Carina habe ich halt mehr eine Bindung. Und ich würde gerne mich freuen, wenn du hier bleibst. Aber es hat nichts mit dir zu tun. Du hast mir immer eine gute Massage geliefert. Ja, auf jeden Fall komm in mein Nest weiterhin. So. Ach Mensch. Wem möchte Tobi den Aufenthalt verlängern? Roland, ich weiß dich als Menschen zu schätzen. Man hatte viel Spaß gehabt. Du hast uns alle auch zum Lachen gebracht mit deinem trockenen Humor. Du bist echt ein cooler Typ. Aber ich fand das halt nicht toll, wo du diesen Abend hier Feuer in die, Salz in die Wunde gestreut hast und dann, sag ich mal, die zwei Ladies zum Trinken animiert hast. Wieso bin ich der einzige Claudia, der hier was trinkt? Das fand ich nicht so ganz so cool und dabei hast du dich dann halt auch so amüsiert. Ich weiß ja nicht, ne, für dich ist das halt Spaß oder so, aber ich fand das halt nicht so ganz korrekt, weil das hat halt auch dann nicht so ganz gepasst. Und deshalb, ja, habe ich mich für Carina entschieden, dass sie hier bleibt. Ja, aber trotzdem. Es war mir ein Vergnügen, dich kennengelernt zu haben. Ja, ganz meiner Seite. Ja. Trichter gnadenlos akzeptiert die Quittung. Damit kommt es nun zur vielbeachteten Stimme von Claudia. Ronald, du hast ein Buch geschrieben, der Provokateur. Deine Biografie. Und so warst du zu mir hier. Du hast mich provoziert zum Lachen. Und ich habe dich sowas von schätzen gelernt. Carina. Das Gleiche gilt was für dich. Du hast mich viel zum Lachen gebracht. Von einer Person muss ich mich verabschieden. Also wenn sie gegen mich stimmt, dann ist ihr Ende für sie. Und danach kriegt die von mir heute eine Ansage, die sich gewaschen hat. Von einer Person muss ich mich im schlimmsten Fall verabschieden. Und das wärst dann du. Die letzte soziale Verbindung ist gekappt. Ich muss leider die andere Suse da, die Blonde, wie sie nun mal heißt, Carina, und dann was verabschieden, obwohl ich die auch gerne mag. Ja, da würde ich viel lieber andere verabschieden. Ob dieser Move so klug war? Bastian hat das letzte Wort und dem gehen, wie immer, viele Sätze voraus. Liebe Carina, lieber Ronald, beide wart ihr eine extreme Bereicherung für die Show, finde ich. Jeder auf seine Art, wir hatten tolle Gespräche und dennoch ist es hier keine Sympathieshow, sondern es ist eine Spielshow. Insofern versuche ich meine Entscheidung auf Basis der Spiele zu treffen. Und heute, von dem, was ich vernommen habe, warst du der Hauptgrund, dass das Team verloren hat. Und deswegen nominiere ich Ronald und Carina zum Verbleiben in der Villa. Und muss von meiner Seite trotzdem sagen, es war mir eine Ehre und eine Freude, dich kennengelernt zu haben. Du, das Ganze auf Gegenseitigkeit, mein Lieber. War mir ein Vergnügen. Wirklich, ich meine es ernst. Seine Trauerrede muss Ronald nun selbst halten. Ich kann sagen, dass ich diesen Aufenthalt genossen habe, wegen der luxuriösen Ausstattung, aber insbesondere, weil ich hier in der kurzen Zeit auch Freunde gefunden habe, mit denen ich lachen konnte, mit denen ich diskutieren konnte, mit denen ich viel Spaß haben konnte. Super.
Erstaunlicherweise war die Exit-Zeremonie dann doch emotional für mich. War ganz überrascht von mir. Into my arms. Also gerade bei der letzten Umarmung mit dem Ronald, ich bin jetzt normalerweise ehrlich gesagt nicht der Typ, der so Männer so umarmt, sondern ich bin ja so mehr so yeah mit der Hand. Aber es war eine unglaublich innige Umarmung. Wir sehen uns wieder. Das war real. Das war das erste Mal wirklich real. Cause I lost the game, I can't get lower. Cause your pain, it's taking over. Lost the game, I can't get lower. Lost the game, lost the game. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich die Villa verlassen muss. Es war wirklich ein Paradies hier und ich habe die Leute ins Herz geschlossen. Es war ganz großes Kino. Sets live und jetzt müssen die Kleinen wieder ohne Papa auskommen, auch wenn schwer ist.